So, hallo, ich bin mal wieder zurück mit einer Folge Tour de France. Ja, ich habe ja noch die Tour offen, beziehungsweise die Spanien-Rundfahrt, die ich mit Bora fahre, mit Emanuel Buchmann. Und ja, ich wollte das eigentlich schon noch ganz gern beenden, deswegen, ja, versuche ich es mal noch ein paar Folgen zusammenzubekommen. Nachdem jetzt doch eine längere Pause war, werde ich jetzt immer mal wieder ein, zwei, drei Folgen machen. Es kann halt Pausen dazwischen geben. Ich versuche es irgendwie noch hinzubekommen, regelmäßiger. Mal schauen. Auf jeden Fall wieder ein paar Videos machen. Ich werde auch mal wieder Livestreams demnächst machen. Ich habe ja auch noch da den Pro-Leader-Modus offen. Okay, auf jeden Fall immer mal wieder ein paar Runden spielen. Tour de France jetzt gerade zur Weltmeisterschaft. In Innsbruck werde ich da auch nochmal ein Video oder vielleicht im Livestream das unterbringen, wo ich halt die WM fahre. Die gibt es ja auch hier im Spiel. Ja. Ansonsten wegen anderen Spielen werde ich schon mal schauen. Ich habe jetzt oft auch so mal Formel 1 gespielt. Vielleicht beginne ich da extra nochmal für Videos eine Karriere, aber muss ich mal überlegen, weil das natürlich auch wieder sehr zeitintensiv ist. Ja, und so viel Zeit habe ich leider auch nicht. Weil, ja, mal schauen. Okay, aber jetzt haben wir hier erstmal wieder eine flache Etappe, das heißt mit Sagan. So, dann werden wir es noch schnell aufholen, nachdem ja die Spanien-Rundfahrt von Simon Yates gewonnen wurde in einem wirklich eigentlich ziemlich sicheren Sieg. Er hatte eigentlich dann zum Schluss alles unter Kontrolle. Hat sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen. So, machen wir jetzt hier für McCarthy und Burkhard Buchmann. So. Ja, Buchmann 12. bei der Wo älter ist nicht ganz den Erwartungen entsprochen. Aber gut. Die Entwicklung geht trotzdem, wenn auch langsam, trotzdem stetig für Buchmann nach oben, muss man schon sagen, von Saison zu Saison immer verbessert. Und wenn das die nächsten zwei, drei Jahre so weitergeht, dann könnte man schon sagen, dass er vielleicht in 2 oder 3 Jahren wirklich vorne mitfahren kann. Ich gehe fast davon aus, dass es bei Schachmann vielleicht sogar schneller gehen wird, der ja auch zu Bora wechselt. Also die haben dann echt aus deutscher Sicht auch ein wirklich super Trio mit Buchmann, Schachmann und Ackermann. Also da bin ich für nächste Saison auch sehr gespannt. Ja, mal gucken. Schachmann ist ja immerhin schon mal Weltmeister jetzt mit Quickstep geworden im Mannschaftszeitfahren. Jetzt bin ich auf das Zeitfahren noch gespannt. Und dann natürlich auf das Straßenrennen, was da aus deutscher Sicht so erreicht werden kann. Obwohl ich glaube, dass da andere Teams oder andere Nationen die Favoriten sind. Italien, Frankreich, Spanien. Mit Alaphilippe. Valverde. Nibali vielleicht, wenn er richtig gut in Form ist. Naja, mal schauen. So, auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal die Spanien-Rundfahrt hier zu Ende fahren. Und vielleicht fahre ich dann tatsächlich, kommt darauf an, wirklich, wie ich auch motiviert bin, muss ich zugeben, nochmal eine Tour fahren mit irgendeinem anderen Team, was ich noch gar nicht hatte. Und gegebenenfalls Formel 1 2018 oder FIFA 19. Mal schauen. So, erstmal jetzt hier weiter aufs Spiel konzentrieren, dann auf den Massensprint, der es wahrscheinlich werden wird. Aber ich denke, ich werde jetzt tatsächlich mal jetzt kommendes Wochenende auf jeden Fall wieder einen Livestream machen. Mit Tour de France. So. Oder gegebenenfalls sogar Formel 1 2018, wenn das gewünscht ist. Online, vielleicht ein bisschen online fahren oder
Karriere. Mal schauen. So. Bei Tennis World Tour kam auch wieder ein Update raus. Ich weiß leider keine Patch Notes. Ich habe schon im Internet geschaut, nichts gefunden. Vielleicht tue ich mir da nochmal den Online-Modus an. Aber mal gucken. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufpassen. So, Peter Sagan. Man muss schon sagen, dass es hier richtig Probleme gab für etliche Fahrer aus Schwarzmann. Burkhardt. Viviani, ja, der ist der Top-Sprinter gewesen bei der Spanien-Rundfahrt mit super Ergebnissen. Gestern war ja das U23-Zeitfahren, da hat Lennart Kemner leider nicht so sonderlich gut abgeschnitten. War ein bisschen schade, aber gut. Bin jetzt auf das Zeitfahren der Herren dann gespannt. Bin auch auf Toni Martin gespannt, aber ich glaube nicht, dass er da ganz vorne reinfahren kann. Ich glaube tatsächlich, dass Tom Dumoulin der Top-Favorit ist und vielleicht kurz dahinter dann von BMC. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ach, wie heißt er denn? Rowan Dennis. Genau, Rowan Dennis heißt er. Denke ich mal, dass er dann auch einer der Favoriten sein wird. So. Jay McCarthy. Sieht für mich an. Okay. Ah, oh, das war jetzt für den Arsch. Wieder versaut. Ich hätte ganz vorne sein fahren können, hätte ich das jetzt nicht versaut. Naja, okay. Geht darum, dass ich in der Gesamtwertung die nächsten Etappen mithalten kann. Aber wenn man mal so sieht, diese Radsportsaison. Bei jeder Grand Tour hat ein Fahrer aus Großbritannien gewonnen. Also Chris Froome, Geraint Thomas und jetzt Simon Yates. Also man muss sagen, Großbritannien haben sie wirklich super Arbeit geleistet. Das ging ja alles mit den Olympischen Spielen in London und im Vorfeld los, dass sie da wirklich viel in den Sport gesteckt haben. Und da hat natürlich auch der Radsport von profitiert. Und zwar richtig profitiert, also was sie da in einem Reservoir von vor allen Dingen Rundfahrern auch haben. Ja, davon träumen wir zurzeit in Deutschland. So, okay, Sagan 8er, Buchmann keine Zeit verloren, passt. Gwiatkowski nach vorn. Ja, nächste Etappe wird auch schon schwieriger. Und gleich starten. Na, wieder hier Valverde, einer der Favoriten. Also Valverde hätte ich ja tatsächlich gegönnt, so in dem hohen Alter meine Spanien-Rundfahrt zu gewinnen, obwohl er auch schon eine Doping-Vergangenheit hat. So, ja, Buchmann, jetzt hat er natürlich genau hier wieder keine Superform. Hallo, Cycling-Fans everywhere. The last 30 kilometers in the Auvergne Mountains are conducive to attacks.
We should see plenty of movement for the favorites, for the overall standings obliged to come to the fore. So, dann darf hier mal Formolo den Buchmann schützen. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. The gap is decreasing. Tempo ist schon relativ hoch. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standing. We can let them go. Time gap stabilized. Riders are already being dropped at the back of the peloton. It won't be a great day for them. The breakaway is 5 kilometers from the intermediate. So, Sprintwertung, gut. Es kann Sagan alleine sprinten. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The gap between the peloton and the escapees is stable. Going on. Isn't there someone who wants to liven up the race with an attack? So, jetzt beginnen gleich die Anstiege. The gap between the peloton and the escapees is stable. King of the Mountain sprints. Ja, Tempo ist hoch. The breakaway is passing through the feed zone. Breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter. Boah, Tempo ist richtig hoch. 50 kilometers from the finish, and the real fun begins for the front of the race. The succession of climbs and descents will continue to the finish. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The riders are onto the Pas de Perol, also called Puy Mary, a second category climb. The first rider at the top will pocket 5 points for the. So, Tempo geht wieder richtig hoch. The breakaway will no doubt go all the way down, but watch out for attacks in the closing kilometers. 35 Fahrer nur noch. Sagan noch dabei. Mann, Mann, Mann. So, ich werde auf jeden Fall versuchen, hier mit Buchmann einfach noch irgendwie durchzukommen. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. There will be 5 points for the first to the top. Formolo, aber Sagan hält echt hervorragend mit. Okay, I'll consume a feed.
Immer noch 2:18 sind die weg. Werden wohl durchkommen. Jetzt macht Tempo. Okay, jetzt muss er dann doch mitgehen. The head of the race is 1.5 minutes lead on the peloton. The finish will be settled after 600 meters of falls flat. He's trying to get out of the peloton. Watch out! Sturz. Scheiße. Ach, durch den Kacksturz. Ich hab jetzt Zeit verloren. Verdammt, ey. Naja. Glaubt, da war Keldermann gestürzt. Ja, Schwarzmann wird raus sein. Das lief nicht wirklich gut. Mann, Mann, Mann. Today's result is most unsatisfactory. If things had gone our way, I reckon that we could have got into the top 5. Aber gut, da sind 15, 16, 18 Sekunden. Ja, das geht. Es geht gerade so. Galopin. Vampir Keldermann, ja, 1:38. Naja, gut, gucken wir die Gesamtwertung an. Fuhrmann dennoch Vierter. Simon Yates jetzt nach vorne gekommen. Keldermann wiederum 2 Positionen verloren. Kwiatkowski bleibt vorn. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. War auf jeden Fall erstmal wieder eine Folge von der Vuelta mit Bora und Buchmann als Kapitän. Ja, die nächste Folge kommt ganz sicher. Bloß wann kann ich jetzt noch nicht sagen. Genau. Und ein Livestream kommt auch höchstwahrscheinlich am Wochenende. Also, trotzdem erstmal danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.